Hallo und willkommen zu einem weiteren Video mit den besten Erlebnissen für deinen Dubai-Urlaub. In Dubai gibt es eine gute Balance zwischen alt und neu, was zu vielen verschiedenen Dingen führt, die man dort erleben kann. Genieße zum Beispiel deinen Morgen am Jumeirah Beach und verbringe den Nachmittag in der Mall of Emirates beim Skifahren. Du kannst aber auch den Tag mit den Gedanken an die traditionellen Gold- und Gewürzmärkte beginnen, bevor du deine Kreditkarte in der aktuellen Dubai Mall ausreizt. Aber zuallererst lerne die Stadt kennen. Fahre doch direkt auf den Burj Khalifa, von wo aus du die beste Aussicht auf den Persischen Golf hast. Und wenn du an einer traditionellen Aussicht interessiert bist, miete dir doch ein Boot entlang des Dubai Creek. Wir haben hier für dich ein paar verrückte Spots auf der Liste. Fangen wir also mit den besten Dingen an. Mach einen Ausflug über den Dubai Creek und den neuen Turm mit einer Rekordhöhe von etwa 1350 Metern. Der Creek Tower befindet sich derzeit noch im Bau, soll aber gegen 2022 fertiggestellt werden. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung wird der Creek Tower das neue höchste Gebäude der Welt sein. Dieser Turm wird eine Weltrekordhöhe von 1350 Metern haben und damit fast doppelt so hoch sein wie der Burj Khalifa aktuell. Die zwei ausklappbaren Plattformen sorgen für ein unvergessliches Erlebnis in dieser atemberaubenden Höhe. Dubai Creek Harbor kann man sich so vorstellen, als wäre ganz Dubai mit allen seinen Attraktionen noch einmal mitten in der Dubai Stadt erneut erbaut worden. Sobald Dubai Creek fertiggestellt wurde, ist dieser Besuch ein Muss für jede Dubai-Reise. Besuche die IMG Worlds of Adventure. Erwecke doch deine Lieblingsfiguren von Marvel und Cartoon Network zum Leben und stürze dich in das Abenteuer mit vielen fortschrittlichen Fahrgeschäften. IMG Worlds of Adventure ist einer der besten Themenparks in Dubai, die sich über eine Fläche von mehr als 28 Fußballfeldern erstreckt. Vergewissere dich, dass du bequeme Schuhe trägst, denn es wird ein ununterbrochenes Treiben von Unterhaltungen geben. Von den einzigartigen IMG World Fahrgeschäften bis hin zu den Live-Bühnenshows ist alles dabei. IMG World of Adventures ist einer der größten und aufregenden Themenparks, der von den Avengers über die Powerpuff Girls bis hin zu lebensgroßen Dinosauriern in der Lost Valley alles zu bieten hat. Verpasse nicht die Chance, einen ganzen Tag voll Aufregung zu verbringen, sofern du ein echter Abenteuersuchender bist. Die Unterwasserwelt in Dubai Aquarium. Mach dich bereit für ein spannendes Meeresabenteuer in Dubai Aquarium und im Unterwasserzoo. Die Dubai Mall bietet dir die Möglichkeit, den besten Ort dieser Art zu besuchen und unbegrenzt das Meer zu erforschen. Das Aquarium beherbergt mehr als 140 Arten und Tausenden von Wassertieren wie Haie, Rochen und andere Lebewesen aus dem Meer. Es hat auch die größte Sammlung von Sandtigerhaien der Welt. Als nächstes solltest du den Unterwasserzoo besuchen, der sich auf Ebene 2 über den Aquariumtank befindet. Entdecke die erstaunliche Auswahl an Wassertieren und 40 verschiedenen Schaubecken. Von all diesen spektakulären Sehenswürdigkeiten sollst du dir auf keinen Fall die Haifütterung und das Schnorcheln oder Tauchen in den Aquarium entgehen lassen. Eine luxuriöse Yachttour von der Dubai Marina aus. Du kannst Dubai auch erkunden, indem du eine Yachttour von der Dubai Marina aus unternimmst. Es ist eine exklusive Art, Dubai und seine Küstenlandschaft zu genießen. Die fabelhafte und prächtige Reise der Dubai-Küste beginnt in der Dubai Marina weiter zu Palm Jumeirah, zu der Weltinsel und dann zum Atlantis Hotel, bevor du den Burj Al Arab passierst. Warum versuchst du nicht, einen Geburtstag eines geliebten Menschen dort zu arrangieren? Oder du könntest sogar einen Geschäftsabschluss im Inneren einer Yacht abhalten. So oder so, mache dies zu einer deiner Prioritäten und plane mit deinen Kumpels diese Luxustour am Wasser. Dubai Miracle Garden. Der Dubai Schmetterlingsgarten ist auch bekannt als Dubais Wundergarten. Er streckt sich über eine Fläche von 72.000 Quadratmetern Land. Der Miracle Garden ist auch der größte Garten der Welt mit einer riesigen Vielfalt an Blumen. Der Garten wurde am Valentinstag 2013 eröffnet und es gibt erstaunlicherweise über 50 Millionen Blumen und rund 250 Millionen Pflanzen im Miracle Garden. Wie toll und süß dieser Garten wohl riechen mag. Buche doch eine Reise durch den Garten, um den frischen Duft der vielen verschiedenen Blüten und Blumen zu erleben. Erkunde den Aqua Adventure Park Palm Jumeirah. Wenn du einen Ort für einen Ausflug suchst, an dem du den heißen Wetter entfliehen kannst, dann ist der Aqua Adventure Wasserpark das richtige Ziel. Dieser Wasserpark ist definitiv ein Ort, an dem du mit deinen Freunden, Partnern und Familien Spaß haben kannst. Es gibt mehr als 30 Rutschen in den Wasserbecken und viele andere Attraktionen. Der Park ist gefüllt mit extremer Unterhaltung und Erfrischungen. Du kannst Eis, Säfte, Zuckerwatte und andere Leckereien genießen. Es gibt auch das Lost Chambers Aquarium, was bedeutet, dass du vielleicht einen mehrtägigen Besuch einplanen möchtest. Dieser Themenpark ist schwer in nur einer Reise zu erkunden. Erkunde die Palm Jumeirah. Man kann seine Reise durch Dubai damit beginnen, indem man die Palm Jumeirah besucht und erkundet. Es ist ein von Menschenhand geschaffener Archipel in den Vereinigten Arabischen Emiraten und einer der größten Serien von Entwicklungen, die Inseln und Palmen umfasst. Die Palm Jumeirah hat die Form einer 5 Kilometer langen Palme und beherbergt viele Attraktionen und Unterhaltungsmöglichkeiten. Wir empfehlen dir auf jeden Fall, den künstlichen Archipel zu besuchen und alles zu erleben, was es dort zu sehen gibt. Du kannst aber auch eine Jetski oder eine beliebige Schnellboot-Tour buchen, um die Majestät der Palm Jumeirah vom Wasser aus zu erleben. Miete einen luxuriösen Sportwagen. Da die meisten
meisten Touristen ihr Auto nicht mitbringen, wenn sie Dubai besuchen, sollte man ganz einfach einen Mietwagen buchen und die Stadt ohne jede Hektik genießen. Das Buchen eines Autos deiner Wahl mit attraktiven Rabatten ist eine Art von Luxus, den Dubai bietet. Du kannst luxuriöse und verschwenderische Autos für deine Dubai-Tour buchen, einschließlich Optionen von Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini und Mercedes. In Dubai gehören die Mietpreise solcher Fahrzeuge zu den niedrigsten der Welt. Dies mag daran liegen, dass solche Autos dort in Hülle und Fülle vorhanden sind. Jeder Roadtrip durch Dubai wird sicherlich noch extravaganter, wenn du diese Möglichkeit nutzt. Jedes Auto von jeder Marke kann hier nur mit einem Anruf bei der Mietwagenverwaltung vor deiner Haustüre stehen. Fallschirmspringen in Dubai. Bei dieser Attraktion musst du mutig genug sein, um an deine Grenzen zu gehen. Hast du dir jemals vorgestellt, mit einer Geschwindigkeit von mehr als 200 km/h über der künstlichen Insel aus einem Flugzeug zu springen? Nun, warum solltest du es nicht in Dubai versuchen? Die meisten Anfänger bevorzugen das Tandem-Fallschirmspringen, bei dem diese an dem erfahrenen Geist des Unternehmens festgeschnallt werden. Lizenzierte Fallschirmspringer können jedoch auch solo springen. Die gesamte Fallschirmsprungreise wird von einem professionellen Videofilmer aufgezeichnet, der dich bei deinem Fallschirmsprung begleitet. Breite einfach deine Flügel aus und tu so, als würdest du fliegen. Ein Tandemsprung kostet dich fast $600 vom Standort Skydive Dubai, kurz vor der Palm Jumeirah. Aber das ist es wert, solange du keine Höhenangst hast. Erkunde den Gold Souk Markt in Dubai. Vergiss auf keinen Fall, den Gold Souk Markt in Dubai zu besuchen, der einer der traditionellen Souks oder Bazare der Stadt ist. Er ist bekannt als einer der renommiertesten Goldschmuck-Handelszentren der Welt und befindet sich am Südufer des Dubai Creek in der Diera. Erstaunlicherweise werden fast 20% des weltweiten Goldes über diesen Markt gehandelt. Aber wenn du nicht auf Goldartikel stehst, dann mach dir keine Sorgen. Der Gold Souk hat auch jede Menge Diamanten, Platin und Silberzubehör zu bieten. Ein Besuch auf den Gold Souk Markt ist ein Muss, auch wenn du nichts kaufst. Die Burj Khalifa Dubai Fontaine. Die zweitgrößte choreografierte Springbrunnen-Show der Welt. Die Dubai Fontaine erstreckt sich über eine Fläche von 8 Hektar. Sie ist in einem einzigartigen Design gebaut und ist aus einer Entfernung von bis zu 3 Kilometern sichtbar. Die 50 Farbprojektoren und 6600 installierten Lichter erzeugen einen faszinierenden Effekt, der einen wahrhaft majestätischen Anblick hat. Du kannst dort sowohl klassische arabische Kompositionen als auch moderne und internationale Popstücke hören. Die Show kann von jedem anderen benachbarten Bauwerk, das den Burschläge überblickt, genossen werden. Aber die Dubai Fontaine bietet zudem zwei einzigartige Plattformen, um dich für eine Nahaufnahme näher an der Fontänenshow zu bringen. Du möchtest dort das beste Erlebnis haben? Dann besuche und genieße die Fontänenshow in der Zeit unmittelbar vor dem Sonnenuntergang. Erkunde den The Walk JBR. Es ist an der Zeit, eine der führenden Attraktionen in Dubai zu enthüllen. Der Walk at Jumeirah Beach Residence ist einer der beliebtesten Touristenattraktionen in Dubai. Er streckt sich über knapp 2 Kilometern und ist eine Mischung aus arabischer und westlicher Kultur, Essen und Shopping. Genieße einen Abendspaziergang entlang der Strände des Arabischen Meeres mit einer Luxuspromenade, Restaurants und Cafés. Außerdem hast du die Möglichkeit, die Auftritte der besten Straßenkünstler zu sehen. Der Walk at Jumeirah Beach Residence ist Gastgeber vieler touristischer und kultureller Veranstaltungen wie der Walk Springfest, Red Bull X-Fighters, der Walk Festival und das Dubai International Film Festival. Es steht außer Frage, warum er einer der beliebtesten Touristenorte ist. Wüsten- und Kamelsafari. Du denkst darüber nach, eine Wüstensafari in Dubai zu machen? Eine gute Wahl. Steige in einen robusten Geländewagen und rolle auf der sandigen Piste in Richtung des gutgläubigen Beduinencamps. Du wirst Sandboarding in der Wüste erleben, wo dir eine sandige Brise durch die Haare weht. Ein Kameltracking ist ebenfalls Teil der Tour. Danach kehrst du in ein Outbreak Camp zurück, um eine große Auswahl an Wasserpfeifen zu probieren, arabische Cafés zu kosten und dich an einer traditionellen Buffet zu stärken. Wir sind uns sicher, dass an diesem Ort viel Kultur, Erbe und Aufregung zu erleben gibt. Genieße ein Mittagessen im Burj Al Arab. Nach dem Fallschirmspringen oder anderen Unternehmungen empfehlen wir dir, dich etwas auszuruhen und ein exklusives Mittagessen im Dubai 7-Sterne-Hotel, den Burj Al Arab, zu genießen. Mit dem besonderen und super luxuriösen Interieur des Hotels hast du die Möglichkeit, die leckersten arabischen und internationalen Gerichte im Burj Al Arab Hotel zu probieren. Je nach Wahl wirst du im Restaurant Yun Sui oder im Restaurant Al Iwan zu Mittagessen, von wo aus du den herrlichen Blick auf den arabischen Golf haben wirst. Vielleicht hast du auch schon mal von dem unterirdischen Restaurant gehört. Es bringt üppige und reichhaltige Aromen in Al Maha Hotel in der herrlichen Unterwasserwelt. Skifahren in der Dubai Mall of Emirates. Ein lustiger Tag für die ganze Familie erwartet dich im Indoor-Ski-Gebiet in Dubai. Ski Dubai befindet sich in der Mall of Emirates und bietet dir verschiedene Aktivitäten, die dir bestimmt ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Du hast die Möglichkeit, Ski zu fahren, Snowboarden oder mit einer Seilbahn zu fahren oder einfach nur eine Fahrt mit dem Sessellift zu machen, um die Aussicht zu genießen. Wenn du auf der Suche nach Nervkitz und Abkühlung bist, warum besuchst du dann nicht einfach die Dubai Slope für einen ernsthaften Winterspaß? Nimm an einer freundschaftlichen Schneeballschlacht in einem einzigartigen Wunder Wonderland teil. Du kannst auch die persönliche Begegnung mit der dort ansässigen Kolonie von Eselspinguinen und Königspinguinen genießen. Selbst wenn die Stadt in brütenden Temperaturen gehüllt ist, ist dies eine riesige Indoor-Winterspaß
der Wunderlandschaft für alle Reisenden. Entdecke die Geschichte der Emirates im Dubai Museum. Wenn du ein Geschichtsliebhaber bist, dann vergiss nicht, innerhalb der Mauern des Al-Fahidi Forts im alten Dubai einen Besuch abzustatten, der dir die Möglichkeit bietet, das traditionelle Leben der Emirate zu erkunden. Dieses beeindruckende historische Gebäude ist eine Hauptattraktion für Kulturliebhaber. Du kannst verschiedene Flügel des Museums besichtigen, die dem Leben der Geschichte von Dubai gewidmet sind. Die komplizierte Architektur des Museums ist für sich genommen schon einen Besuch wert. Aber Leute, lasst es nicht aus, die Läden in der Nähe des Museums zu besuchen, die euch sicherlich dazu überreden werden, selbst einige antike Gegenstände zu kaufen. Wir hoffen, dass dies eine vollständige Liste ist, die du auf deiner Reise nach Dubai erleben kannst. Worauf wartest du also noch? Buche dein Ticket, packe deine Koffer und los geht's. Lass uns doch deine Lieblingsorte und Erlebnisse in den Kommentaren wissen. Und hinterlasse uns auch ein Like für dieses Video. Das hilft uns weiter zu wachsen. Das war's für dieses Mal. Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder.